zwei Löwen, zwei Tiger und eine Jaguar seien aus ihren Gehegen in dem Ort Lünebach ausgerissen, hieß es. Im Ort Lünebach hatte es ein schweres Unwetter gegeben, die Gehege waren überschwemmt worden. Ein Bär brach aus und wurde noch im Zoo erschossen. Doch auch mehrere andere Raubtiere waren hinter ihren Gittern nicht zu sehen. Es war nicht klar, wo die Tiere sind, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, Andreas Kruppert. Am Mittag hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, die Raubtiere seien ausgebrochen. Stunden später, als das Wasser sank, folgte die Entwarnung, alle Tiere sind in ihren Gehegen geblieben. Sie hatten es nicht verlassen. Die Bevölkerung um den Zoo atmete auf. Wir sind alle heilfroh, dass der Fall, den wir anfangs befürchten mussten, nicht eingetreten ist, sagte Kruppert. Klar mache man sich große Sorgen, vor allem, weil die Lage sehr unüberschaubar war. Bär erschossen. Für den Bär endete die Flut im Zoo allerdings tödlich. Er war aus seinem Gehege geflohen, als die Wassermassen uns das Treibgut die Gitter eindrückten. Auf einem Weg im Zoo hätten Einsatzkräfte ihn erschossen, weil erhebliche Gefahr für die Menschen bestand, sagte der Bürgermeister. Um zu klären, wo die zunächst vermissten Raubkatzen waren, habe man auch eine Drohne eingesetzt. Ohne Erfolg. Wegen der starken Regenfälle gab es kein Signal. In der Nacht zum Freitag hatte sich ein heftiges Unwetter mit Wolkenbrüchen über der Region entladen. Der untere Teil des Zoos liegt in der Nähe des Flusses Prüm, der über die Ufer trat. Dort befinden sich auch die Gehege der Raubkatzen. Zoo bleibt geschlossen. Der Zoo bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Noch ist unklar, wie es mit den Löwen, Tigern und dem Jaguar weitergeht. Zwei Baustatiker hätten die Gehege der Tiere noch am Freitag kontrolliert und sie für sicher gefunden, sagte Kruppert am Abend. Es bestehe keine Gefahr. Insofern dürften die Raubkatzen vorerst dort bleiben, auch müssten die Gehege nicht mehr überwacht werden. Da dort aber noch viel Wasser stehe, sei eine weitere Bauprüfung für den Samstagmittag angesetzt. Menschen in der Nähe des Zoos seien ruhig geblieben. Es hat keine Panik gegeben. Der ganze Eifelkreis Bitburg-Prüm hatte am Freitag mit den Folgen des Unwetters zu kämpfen. In vielen Orten waren Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Mehr als 1000 Einsatzkräfte waren kreisweit unterwegs. Löwen machten schon einmal Schlagzeilen. Bei den beiden Löwen, die zwischenzeitlich vermisst wurden, handelt es sich um Malo und seine Mutter Lira. Die beiden waren Anfang 2015 bundesweit in den Schlagzeilen, Lira hatte ihren Nachwuchs nicht angenommen, sodass Malo bei Zoo-Chefin Isabel Weidpold mit Fläschchen zu Hause aufgezogen wurde. Seit Sommer 2016 sind Mutter und Sohn im Gehege vereint. Der Eifelzoo in Lünebach liegt im Westen von Rheinland-Pfalz, etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich von Trier entfernt. Insgesamt leben dort rund 450 exotische und einheimische Tierarten auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände. Der 1972 eröffnete Zoo ist ein privater Betrieb und befindet sich in Familienhand.